Firma Cognos Technology Solutions. Mein Name ist Rolf Werner. Ich bin der Leiter der DACH-Region von Cognos Technology Solutions und auch CEO von Cognos Deutschland. Ich freue mich heute bekannt zu geben, dass wir die Gründung der Cognos Mobility hier und heute präsentieren können auf der IAA Mobility in München. Wir sind der festen Überzeugung, dass das die richtige Ergänzung ist für ein Unternehmen. Dazu vielleicht zwei Worte zur Cognos. Global. Wir sind ein Unternehmen, das 300.000 Mitarbeiter hat, industrieseitig sehr stark orientiert aufgestellt ist, mit ungefähr 17 Milliarden US-Dollar Umsatz und an der Stelle in dem Bereich Life Science, im Bereich Banking, Financial Solutions und eben auch in den sogenannten Products and Resources sehr gut aufgestellt. Wir haben hier und heute die Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns als Automobilzulieferer, als Automobil-Service-Provider etablieren wollen und werden. Dies eben demonstriert durch den Zukauf und die Übernahme der ehemals ESG Mobility, ab heute der Cognos Mobility. Und damit werden wir uns in allen zukunftsträchtigen Bereichen des Automobilsektors, insbesondere im Softwareumfeld, positionieren wollen. Das eine ist natürlich alles, was Fahrassistenzsysteme betrifft oder eben auch Security-Bereiche und alles rundherum, Qualitätssicherung und Testing. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall für uns eine große Chance, sich als mittlerweile dann auch noch mehr etablierte Anbieter im Bereich automobile Softwarelösungen zu etablieren. So viel erstmal am Anfang. Ich denke, dass wir mit der Ausrichtung zwei Themen insbesondere erschlagen möchten. Zum einen den deutschen Markt abdecken, der natürlich mit der lokalen Präsenz durch die Cognos Mobility eine noch viel größere Bedeutung für uns hat. Der deutsche Markt ist, das brauche ich Ihnen allen nicht zu sagen, extrem wichtig im Automobilbereich. Und dann natürlich die Möglichkeit über eine Cognos, die als einer der größten Player im IT-Umfeld bereits etabliert ist, dann global noch viel stärker zu skalieren, sich dort zu positionieren, wo es um große Projekte geht. Also die lokale Präsenz, die wir haben bei den Automobilherstellern, wo wir bereits 8 von 10 Automobilherstellern bedienen, die dann entsprechend anzureichern, indem wir sehr viel größere Projekte noch machen können und damit eben die Anforderungen des Wachstums, dass aktuell die Automobilbranche, insbesondere im Softwarebereich und insbesondere im Kontext der Elektromobilität hat, zufriedenzustellen. So viel erstmal, dann würde ich abgeben an meinen Nebenmann. Ja, Stefan Passel ist mein Name. Ich bin Gründer und Leiter Center for Automotive Management. Wir beschäftigen uns seit 15, 20 Jahren mit dem Thema Connected Car, wenn man so will. Und wenn man sich fragt, wo war das Automobilindustrie, dann muss man ganz klar sagen, was wir im Moment erleben, ist nichts weniger als eine Revolution in der Automobilindustrie. Und die zentralen Wertschöpfungselemente, die wir in der Branche jetzt haben, sind Software, Daten und Dienstleistungen. Und das kann man nicht stark genug betonen, was das bedeutet. Und wenn wir in diese Case-Zukunftsfelder, Connectivity, autonomes Fahren, Mobilitätsdienstleistungen reinschauen, auch Elektromobilität, dann sind das Thema Software und Daten die zentralen Elemente. Ohne die endkundenrelevanten Mehrwerte im Infotainment-Bereich, im Bereich eben der Connected Services, selbstbedienende Anzeigekonzepte nicht mehr dargestellt werden. Wir haben vor kurzem eine Studie herausgebracht, wo wir versucht haben, das Marktvolumen von Connected Services nur ein Stück weit mal abzuschätzen für das Jahr 2030. Was lässt sich mit City Pilot, Highway Pilot, E-Commerce-Anwendungen verdienen? Wir sind szenarisch auf 230 Milliarden Euro im Jahr 2030 gekommen, was grundsätzlich jährlich an Umsatzmöglichkeiten vorhanden ist. Also wir sagen, eine enorme Chance, die in der Branche eben auch besteht. Aber es ist auch eine riesen Herausforderung, die die Branche hat. Ich habe mal das die Co-Co-Co-Herausforderung genannt. Co
wo für neue Kompetenzen die es braucht, eben im Software- und Datenbereich. Das zweite Q steht für Kooperationen. Es braucht neue Kooperationen und zwar auf horizontaler Ebene. Wir haben es mit völlig neuen Playern zu tun und vielleicht das wichtigste Q sind einmal Kultur und Organisationsstrukturen. Wir brauchen neue Kulturen in Unternehmen, damit das tatsächlich funktioniert und die Organisation muss neu ausgerichtet werden. Also extreme Herausforderungen und ich würde mal gleich zu Herrn Ulmert von A.T. Kearney weitergeben und er stellt sich gleich vor, aber auch die Frage richten, was sind denn aus seiner Spezialistensicht die neuen Herausforderungen, die sich mit dieser Wertschöpfungsveränderung denn zutragen? Herr Ulmert. Vielen Dank für die spannende Frage und vielen Dank für die Einladung heute zu diskutieren. Michael Römer, mein Name, ich leite das Competence Center für Geschäftsmodelle im Bereich Software bei Kahn. Das Thema Software nimmt stetig zu. Wir sehen gerade in der Automobilindustrie eine komplette Trennung von Hardware und Software. Und Software wird ein eigenes Thema. Und wenn man sich das anschaut, was das bedeutet in Bezug auf die Kosten, dann sind die Entwicklungskosten, die Herstellkosten Software pro Fahrzeug werden sich in den nächsten 3 Jahren mehr als verdoppeln. Wir liegen heute bei 30%, wir werden einen Wert sehen von 70-80%. Das können die OEMs heute nicht alleine stemmen. Warum? Der eigene Entwicklungsteil, den die Hersteller selber entwickeln, an Software ist geringer als 15%. Das heißt, es braucht Experten, es braucht vor allen Dingen auch neue Software-Kompetenz im Haus, um die neuen Herausforderungen zu stellen. Was ist die größte Herausforderung der OEMs? Es ist am Ende, mit Software den gleichen Reifegrad zu erzeugen wie mit Handwerk. Und das erfordert massive Investments in Qualität und das erfordert massive Investments in Softwareproduktivität. Am Ende sprechen wir über eine Softwareproduktwertschöpfung, eine neue Wertschöpfung, die parallel zur Hardwarewertschöpfung funktioniert, die aber auch fest integriert ist. Und genau da gibt es Möglichkeiten für Cognizant Mobility anzusetzen, um die OEMs zu helfen. Und es braucht neue Partnerschaften. In der Vergangenheit gab es ein Lieferantenverhältnis, das sehr stark geprägt war durch Kosten. In Zukunft braucht es neue Kooperationen, wie Professor Barzins auch gesagt hat, wo es um gemeinsame Innovationen geht, wo es um gemeinsame Geschäftsmodelle geht, wo es darum geht, Innovationen zu entwickeln in einer ganz in einer viel höheren Geschwindigkeit. Diese Innovation, dafür ist Deutschland der beste Standort. Und wir wünschen euch viel Glück, dass das mit Cognizant Mobility. Ja, Herr Olsen, vielleicht auch die Frage an Sie. Sie sagen sicherlich gleich auch ein Wort zu Ihnen. Wir haben jetzt herausgearbeitet das Thema Software, Daten, Dienstleistungen, zentrale Wertschöpfungselemente der Zukunft. Die Frage ist jetzt, was kann jetzt Cognizant Mobility in dieser neuen Welt tatsächlich leisten? Warum glauben Sie, dass Sie große Mehrwerte bringen können? Wir haben ja eben von Herrn Römer gehört, naja, die Strukturen der Zusammenarbeit ändern sich und wir brauchen irgendwie diese IT- und Software-Kompetenz. Wie versuchen Sie das als Dienstleister darzustellen? Herr Professor Barzins, vielen Dank für die Frage und zunächst einmal bin ich froh, mal wieder, glaube ich, nach so 14 Messen ungefähr, mal wieder auch persönlich hier in München zu sein, schon fast Frankfurt, in München zu sein und heute die Cognizant Mobility quasi neu präsentieren zu dürfen. Ich selber bin jetzt seit fast 30 Jahren in der Automobilindustrie tätig und wir bekommen natürlich auch immer wieder in den Projekten und Anfragen live mit, was gerade an Transformationen passiert. Und im Grunde genommen glaube ich zunächst einmal, und das ist das, was uns auszeichnet, ist sehr, sehr wichtig, dass man das Fahrzeug sowohl innen als auch außen versteht. Das Fahrzeug hat natürlich ein Ökosystem im Fahrzeug selber, auch mit den entsprechend sicherheitsrelevanten Anforderungen. Es hat aber auch mehr und mehr ein Ökosystem nach außen hin. Und das haben wir in der Vergangenheit durchaus auch schon in einigen großen Projekten bewiesen. Aber uns war es schon wichtig, jetzt einen Partner dazu zu bekommen, der uns bei der Skalierung und bei der Internationalisierung sehr stark helfen kann. Nehmen Sie allein das Beispiel Cloud-Technologien. Wir können ja auch Partnerschaften der Cognizant zurückgreifen, die uns unheimlich helfen wird, hier, was der Kunde ja auch anfragt, größere Projektszenarien bearbeiten zu können, weil, wie gesagt, immer mehr auch außerhalb des Fahrzeuges passieren wird. Und es wurde schon angesprochen, es werden neue Funktionen kommen, es wird Software als Service, als Produkt kommen. Und dafür sehen wir uns jetzt extrem gut aufgestellt, gemeinsam mit Cognizant sowohl in Deutschland als auch international diese Herausforderungen bewältigen zu können.
ein ganz großes Thema ist auch schon angesprochen worden. Da war ich beeindruckt, was die Cognizant in anderen Industriebereichen, im IoT-Bereich bereits an Software-Testing durchführen und durchführen kann. Das werden wir natürlich nutzen. Wir werden mit unserem Fahrzeugwissen und dem Testingwissen des Automatisierens, vor allen Dingen vom Testing, wir haben jetzt das erste Pilotprojekt auch schon zum Thema KI in der Testautomatisierung gestartet. Da bin ich mir sicher, werden wir einen guten Beitrag leisten können. Und wir stehen natürlich auch gerne für Partnerschaften mit Automobilherstellern, aber auch gerne mit Tier-1-Zertifizierten zur Verfügung, um dieses Know-how gemeinsam mit der Cognizant Mobility, aber auch mit der Cognizant einzubringen. Ja, man kann vielleicht am Ende auch nochmal klar sagen. Heute ist zum Beispiel ein Interview bzw. ein Beitrag in der Süddeutschen von dem Entwicklungschef von BMW, Herrn Weber. Und Herr Weber wirbt zum Beispiel für eine Zusammenarbeit im Bereich der Betriebssysteme zwischen den deutschen Herstellern, auch aus dem Problem heraus, dass ein Hersteller allein es unheimlich schwer schaffen würde, das sozusagen ist die Einschätzung von BMW. Und im Prinzip verstärkt das eigentlich das, was wir hier als zentrale Botschaft haben. Wir brauchen wirklich hier Kompetenzen, eine Zusammenarbeit, und die Automobilhersteller werden das nicht alleine schaffen. Ich glaube, vielleicht eine gute Möglichkeit, hier auch mal das sehr deutlich zu sagen und jetzt mit Cognizant Mobility da eine Möglichkeit zu haben, einen neuen, starken Partner mit anzubieten. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war, glaube ich, ja, unsere Session hier, kurz und knapp. Vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke. Das ist